Bonjour, je suis Bertrand Bach, assistant chef designer en design avancé chez Opel Vauxhall en Allemagne, à Rüsselsheim. Alors on espère vraiment que ce véhicule, il vous procurera la même émotion en la regardant que nous on l'a eu en la créant pour un véhicule image de notre entreprise. My name is Boris Jakob. I'm the chief designer of advanced design in Opel Vauxhall here in Rüsselsheim. I'm leading the team that is working on the concept car that you see behind me. And my task is to advise the team to come up with the new language that we try and achieve here. Mein Name ist Karl-Heinz Wolf, ich bin hier der Werkstattleiter für die Designwerkstätten. Was Sie hier hinter mir sehen, ist die Außenhaut, die gerade ausgeformt wurde von einem Konzeptcar. Diese wird jetzt gerade hier gereinigt und vorbereitet für die weitere Verarbeitung. Ich bin Boris Ilse, ich bin Creative Designer im Opel Vauxhall Advanced Design Studio in Rüsselsheim und ich bin verantwortlich für das Design des Fahrzeugs. Es ist natürlich sehr aufregend zu erleben, wie sich etwas von einer einfachen Skizze zu etwas Konkretem, was man anfassen und berühren kann, entwickelt. On vient de sortir la voiture de la deuxième couche de peinture où on a mis l'effet perlé. On va encore polir la voiture complètement pour avoir une surface parfaite et le résultat il devrait être assez superbe pour Genève. We took the Opel Vauxhall design language to the next level. It's progressive, confident and shows a lot of sculpture. It also hints at some design cues that you will see on future Opel Vauxhall production cars, such as the body side blade feature or the uniquely shaped triangular C-pillar. It's got low proportions and superior aerodynamics. My name is Anthony Lowe, director of Opel Vauxhall Advanced Design. A team of very international designers were involved in the development of this concept. Their creativities, background and experiences enable us to come up with very unique design solutions. It's a proof that a top-of-the-line car can be efficient, comfortable and refined at the same time.